Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Neonbox von Ray Garvey. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Neon von Ray Garvey, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Ja, es ist eine etwas flachere Box, quadratisch und weiß. Wir haben hier links einen FSK 0 Hinweis, bedeutet, wir werden hier auch eine DVD vorfinden. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und dann schauen wir hinein. So. Oh, okay, den anderen Sticker verlieren wir natürlich auch. Den werde ich euch noch einmal kurz zeigen, vorlesen. So, also was lesen wir hier? Limited Fanbox, CDs, 2 CDs plus DVD, exklusiv T-Shirt, Glow in the Dark Sticker und Signed Card. Also 2 CDs, DVD ist selbsterklärend, T-Shirt auch. Glow in the Dark Sticker bedeutet ein Sticker, der im Dunkeln leuchtet, und eine unterschriebene Karte, also ich gehe mal davon aus, eine Autogrammkarte. CDs, 14 New Tracks inklusive Is It Love featuring Cool Savage, plus 3 Bonus Tracks, plus 6 Exclusive Neon Acoustic Session Songs. DVD, Neon Album Documentary, The Path Less Traveled, 6 Neon Acoustic Session Videos, Live Tour 2018. Okay. Auf der Rückseite gibt es noch einen Barcode. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Box an. Wir haben hier das Ganze in weiß gehalten, dann in dunkelblau und orangerot, so ein glänzender Aufdruck. Spannenderweise haben wir hier einmal Ray Garvey so im Profil, also seitlich, aber hier oben, wenn wir uns das hier ansehen, sehen wir auch die Augen, die Nase und den Mund. Also in dieser Grafik, in dieser Profilabbildung haben wir ihn auch noch ein zweites Mal abgebildet. Hier lesen wir dann den Schriftzug Ray Garvey. So sieht das auf der Seite aus. Hier auch nochmal beschriftet mit Interpret plus Albumtitel. Rechts zieht sich da ein roter, blauer Farbverlauf durch. Hier wieder die Schrift und hier wieder der Farbverlauf. Auf der Unterseite haben wir dann hier das Logo, also hier nochmal das Profil von Ray Garvey und dann die Beteiligten plus einen Barcode. Jawohl, gut, dann schauen wir mal hinein. Der Boxdeckel ist abnehmbar, wenn auch schwer, aber er ist auf jeden Fall ja komplett abzunehmen. So sieht das aus, von innen in weiß der Deckel. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal die unterschriebene Karte. Dann haben wir, das dürfte wohl die DVD sein, ja, beziehungsweise die Bonus-CD plus DVD, schauen wir da noch. Dann haben wir das Album an sich. Ein Shirt. Ui, okay, ich dachte, es wäre nur ein Sticker. Nein, wir haben hier einen ganzen Stickerbogen. Alles klar. Gut, die Box auch hier in weiß. Dann machen wir das Ganze mal wieder zu. Und schauen uns das Ganze mal im Detail an. So, das ist noch in Folie. Der Rest kommt ohne Folie. So, hier lesen wir auch nochmal diesen Aufkleber. Jawohl, also den habe ich euch ja vorhin schon vorgelesen, auch wenn ich ihn da übereifrig schon zerschnitten hatte. Es fühlt sich schon mal etwas anders an, denn, ist die Frage, ob man das sieht, aber es ist irgendwie ein, ja, ich wollte gerade sagen, ein Kunststoff. Es ist ein Schuber, wie ich jetzt feststelle. Okay, also das Ganze hier vom Albumcover, wie auch schon das Boxdesign gehalten. Wir haben hier wieder Ray Garvey zweifach zu sehen. Hier der Schriftzug. Auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Also das hier Neon, 14 Tracks. Und dann haben wir More Neon. Das sind dann nochmal 9 Tracks, 3 Bonus Tracks und 6 davon dann in der Akustikvariante von der Neon Acoustic Session. Also dann kommen wir bei 14 plus 9 auf insgesamt 23 Tracks. Darunter wieder Beteiligte und Barcode und hier in den Ecken jeweils lesen wir dann noch NEON. Auf der Seite auch nochmal
links und rechts. Das Ganze ist dann ein Schuber, der hier abgeht. Also so ein halbdurchsichtiger Kunststoffschuber. Und das hier ist dann. Was zum Teufel? Okay, also gar kein Album oder Digipack, wie ich eigentlich dachte, sondern scheinbar hier zwei Digisleeves, zwei Papphüllen und diverse Karten. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Interessant. Also, wir kommen als erstes mal zu der Album-CD Neon. Hier haben wir wieder den Interpreten abgebildet. Auf der Rückseite die gesamte Tracklist. Ja, nochmal aufgeführt inklusive der Credits. Also hier ist wirklich umfangreich aufgeschrieben, wer hier mitgewirkt hat, wer an den einzelnen Sachen beteiligt war. So, dann haben wir die CD. Die ist hier in so einem, ja, Rot und Weiß. Wie gesagt, in der Papphülle. Also, das ist das Album an sich, 14 Tracks. Dann haben wir das Bonuszeug, und zwar die Bonustracks, 9 Stück. More Neon nennt sich das. Auch die sind hier hinten umfangreich mit den Credits beschriftet. Dann haben wir hier noch eine kleine Widmung. Könnt ihr euch gerne kurz anhalten und durchlesen. Und diese CD ist dann in dunkelblau und weiß. More Neon lesen wir hier. Wie gesagt, auch diese in einer zweiten Papphülle. Und dann schauen wir uns mal diese Karten an, die hier noch dabei waren. So, was haben wir hier? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alles klar. Also, ich tippe jetzt mal stark darauf, dass, wenn wir uns kurz die Tracklist hernehmen, Beautiful Life, is it? Ja, alles klar. Also, die 14 Tracks des Albums wurden dann hier auch noch einmal als Fotokarten gestaltet. Zu jedem Track, der steht hier immer unten links, Beautiful Life in diesem Fall, gibt es dann hier eine Fotokarte mit entsprechendem Motiv. Und auf der Rückseite ist die Frage, ob das jetzt die Lyrics sind. Ja, ich würde mal sagen, Teile der Lyrics sind hier dann mit drauf. Also, wir haben hier jeweils eine doppelseitig bedruckte Fotokarte mit Lyrics des Songs. Und die zeige ich euch jetzt mal, wie die aussehen. Also, Is It Love? Kiss Me? Hometown? Let's Be Lovers Tonight? Water? SMS, just want to be loved. Never giving up. Turn me away. God, ugly world. The answer. Lions in cages. Darkness. Und love hurts. Jawohl. Also, auch nicht schlecht. Man hat hier wirklich die 14 Songs nochmal grafisch verarbeitet auf diesen Karten. Und wie gesagt, auf der Rückseite dann noch so ein paar Zeilen. Habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen oder sieht man recht selten. So, dann haben wir eine zusätzliche CD. Nein, das ist dann doch die DVD. Jawohl, also Neon-Videos lesen wir hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück sind es geworden. Auch hier wieder umfangreiche Infos. Und so sieht dann die DVD aus. Der haben wir auch den FSK 0 Hinweis auf der Box zu verdanken. Also, das Ganze hier in so einem, ja, wie nennt man diese Farbe? Pfirsichfarben, so ein Orange-Rosa. Und auch hier wieder eine Papphülle. Also Papphülle Nummer 3. Dann haben wir mit dabei eine unterschriebene Karte. Die ist quadratisch. Wir haben hier Ray Gavi auf einem Foto, also hier abgebildet. Und hier unten lesen wir dann God bless Ray. Oh, und dahinter haben wir dann noch eine umfangreiche
Widmung, die ist aber aufgedruckt. Also die wurde hier nicht original unterschrieben. Die haben wir aufgedruckt. Könnt ihr euch natürlich gerne anhalten und durchlesen. Und darunter lesen wir dann wieder raygavi.com. So, und dann kommen wir zum vorletzten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier mit dabei ein Shirt. Dieses ist in weiß. Und auch hier, wie sollte es anders sein, haben wir natürlich das Artwork des Albums. Also hier im Profil und dann rechts unten der Schriftzug. Ansonsten hier auf der Vorderseite alles in weiß. Neckprint haben wir in diesem Fall keinen. Auch hier alles in weiß. Allerdings haben wir hier auf dem Ärmel, auf dem linken Ärmel, auf dem linken Oberarm dann den Schriftzug Neon nochmals in dunkelblau. So, bei dem Shirt haben wir es zu tun mit einem B&C exakt 190 in der Größe L. Und das Ganze ist, wo haben wir es? 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch die Sticker, die Glow in the Dark Sticker. Ja, ist etwas schwierig zu lesen, weil es ist echt sehr hell, so ein ganz helles Neongelb auf Weiß. Und wir haben dann hier diverse Worte und Symbole, also unter anderem Neon, Love, Water, Let's Be Lovers Tonight, also diverse Titel des Albums, also natürlich hier Raygavi-Schriftzüge, das Logo, also alles Mögliche hier, um es zu verkleben. Und dann sind die entsprechend hier beschichtet. Und wenn die dann mit Licht bestrahlt werden, dann leuchten die im Dunkeln. Jawohl. Und davon gibt es einen ganzen Stickerbogen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal eben gezeigte Stickerbogen mit den Glow in the Dark Stickern. Dann haben wir das Shirt in der Größe L. Die unterschriebene Autogrammkarte hier quadratisch, diese Fotokarte. Die DVD mit den 7 Videos darauf. Die 14 Fotokarten inklusive Lyrics auf der Rückseite quadratisch. Das Ganze, also die Bonus-CD More Neon und natürlich das reguläre Album Neon mit 14 Tracks auf dem Album, 9 Tracks auf der Bonus-CD und das Ganze kommt dann in diesem Plastikschuber hier. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Neon von Raygavi. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Raygavi unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.